Oh Gott, ich habe Vietnam-Flashback. Oh Gott. Zeige ich euch gleich. Das hier ist eine sehr gute Nachmache der Sternlichtrose. Die sieht in etwa fast exakt so aus wie diese Blume hier. Geil. Hey, die Sternlichtrose sieht aus, als wäre die aus Glas. Deswegen geht die halt auch bei 99% aller Fälle kaputt, wenn man die pflückt. Dann kriegt man Staub. Aber zum Glück habe ich dank Reddit erfahren, dass man diesen Staub später für eine Quest braucht. Deswegen habe ich den aufgehoben. Also ich habe in der Tasche bestimmt 100 Staub und 17 Sternlichtrosen. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Spaß das macht, die Scheiße zu sammeln? Ganz viel. Ich habe mehr Teufelslotus. Domi weiß was, das ist das wertvoll, das Zeug. Davon habe ich mehr als Sternlichtrosen. Alla, jetzt gibt's den Beat. Kommen die denn alle her? Ey, der Mystiker hat voll die geile Zauberanimation. Der beste Trefferserie bislang. HK macht Rekorde. Wo mir wieder einfällt, ich will endlich mal HK den Hundemeister sehen in WoW. Ich möchte ein Autogramm so haben. Habe ich euch ausgesperrt? Ja, aber voll. Sorry. Wir könnt ihr hier zugucken, also Spaß. Ja, machst du deine Platte. Bei mir ist ein Loch, ihr könntet euch einfach reinschleichen. Nee, können wir nicht. Ah, komm her, komm mit mal. Was? Ach, der kommt aber zu mir raus, ey. Ich fix da, weißt du das? Ah, Reset, das ist gut. Komm mal rein. Alles geplant. Ja, natürlich. Ich lese übrigens gerade die Clone Wars Bücher, die sind super. Ich muss Clone Wars immer mal gucken. Ja, ich wollte es auch mal weiter gucken. Eigentlich ganz geil. Ich habe ein Arc, keine Ahnung, halt ein Kapitel davon mal geguckt. Und zwar, wo die auf. War das sogar Kamino? Bei Clone Wars wird es ja Sinn machen. Ich glaube, es war sogar auf Kamino so mit hier. Wer ist der General Rex? Nee. Captain Rex. Captain Rex. Und wo denn diese Ventress kommt. Und Ahsoka in den Arsch tritt. Ahsoka Tano. Und wo die den kleinen Hunden, da die Hundenbaby abholen. Ja. Das Kapitel habe ich mal so. Ja, das war bei mir in den Büchern. Da war das Hundenbaby quasi entführt. Ja, ich weiß nicht, ist das ziemlich am Anfang? Ja, in der Mitte, also ziemlich am Anfang. Zumindest war es in den Büchern am Anfang. Es war am ersten direkt. Wie gibt's denn? Also sind das Romane? Ja. Wie viele sind das? Weiß ich gar nicht. Eine Menge. Gibt einige. Okay. Also es gibt ja allgemein von Star Wars 8 Milliarden Bücher. Also ich glaube, das sind über, Storys, 10, über 10 Bücher oder so. Die es nur in den Büchern gibt noch. Ja. Das ist ja so ein riesiges Universum. Da ich ja so Clone Trooper Fan bin. Ich habe den Klon so gar nicht angefangen. Ich habe im Battlefront auch immer die Rebellen gespielt, weil ich die Klone nicht mochte. Rebellen oder... Wie heißen die? KUS? KUS? Ja. Konföderation unabhängiger Systeme. Gesundheit. Bei den KUS habe ich immer die Superkampfdruiden gespielt. Eigentlich habe ich wollte ich immer Druidika spielen, aber die konnten nicht fliegen. Oder fahren. Ja, vor allem die waren dann, wenn die ausgeklappt waren, waren die super langsam. Aber die waren ultra stark. Ja. Also ich konnte zumindest immer ziemlich gut mit denen umgehen. Ja, du hast halt dein Schild und dann haust du drauf und dann geht los. Aber ich wusste auch, wie man die countert. Heute. Ich habe gestern mal wieder das normale Battlefront gespielt. Also warte mal, ganz kurz, Domi. Mhm. Das sieht hier hart aus wie wie im Scholaserbecken, oder? Stimmt. Der Flugpunkt in der Mitte. Na, komm dann. Das neue Battlefront, oder? Ja, genau. Das EA Battlefront habe ich gestern mal das wieder. Das Scheiß Battlefront, kurz gesagt. Genau. Und habe
bin da dann die Slave One geflogen, Alter, ist die OP, Alter. Überhaupt diese Heldenraumschiffe, krass OP. Na, was kann die denn? Ja, die Bombardement? Na, die macht erstmal ihren Schuss, der klingt ja sowieso geil, der macht dann so, weißt du, und dann kannst du das Radar blockieren, dann hast du Zielsuchraketen, die sich relativ schnell aufladen, dann hast du noch normale Bomben. Gab's auch den Millennium Falcon, ja, ne? Ja, den gibt's auch. Also alle Heldenflugzeuge sind total overpowered. Jetzt gibt's so einen Modus, jetzt gibt's da Todesstern-DLC. Dann gibt's doch bestimmt, ich glaube, das hast du mir schon mal erzählt, diesen Special TIE Fighter von Darth Vader. Ja, den gibt's jetzt auch. Weil es gibt jetzt quasi den Modus, dass man diesen Angriff auf den Todesstern fliegt. Das ist ganz geil. Und da muss er jetzt Darth Vader verteidigen. Zum Beispiel, ja. Und durch den Todesstern zu fliegen, also durch den Leben, ist gar nicht mal so leicht. Das ist so ein Szenario, oder was ist das? Ja, das ist so mehrere Sachen hintereinander. Das ist so eine riesengroße, lange Sache quasi. Erst musst naja, du... Das, heißt das da nicht Szenario? Kann sein. Also. Da ist dann halt, dass... Erst muss man eine Raumschlacht machen, muss man R2-D2 aus dem... aus einem Sternzerstörer befreien. Boah, apropos R2-D2, das muss ich jetzt erstmal zu Ende. Und dann muss man den Todesstern zerstören. Also es sind quasi drei Runden, wovon zwei halt dieser Luftkampf sind. Ich habe jetzt bei Reddit gelernt, man kann beim, also ich weiß nicht, ob es auch beim PC geht oder ging es auf dem Laptop, wenn du Strom- und Netzwerkkabel, also einfach Kabel, deine Kabel abschließt, dass der, dann kannst du halt diesen, so wie wenn du einen USB-Stick abmachst, machst du halt düdün, ne? Mhm. Da gibt, kannst du den Sound für festlegen und einer hat aus einem Horrorfilm halt, falls einer seinen Laptop klaut, das Kreischen von so einer, also aus einem Horrorfilm von einer Frau genommen, also Allah. Und dann wollte ihm einer wirklich in der Bibliothek, wo es auch noch leise ist, seinen Laptop klauen. Geil. Und es hat geschrien und der Typ hat richtig Panik bekommen, hat einfach versucht den Laptop zu muten, aber weil es halt ein Systemsound ist, war das nicht so einfach. Oder hat einer gesagt, ja, er fand das noch viel besser, der hat, der arbeitet im Serverraum und hat halt, wenn die Server irgendwelche Probleme haben und also und irgendwas disconnected wird, also auf jeden Fall, wenn ein Problem festgestellt wird, dann kommt von R2-D2 dieses Hui, was er immer macht, ne? Ihr wisst, was ich meine. Würde ich mir auch vorstellen, stell dir vor, der ganze Serverraum kackt ab und jeder einzelne Server macht Hui! Also dieses... Ich kann halt ja nicht jetzt nicht nachmachen, aber ihr wisst halt, dieses, wenn R2-D2 schreiend wegrennt. Ja, dieses wenn er so Geräusch. Panik hat. Genau, dieses Panikgeräusch von R2-D2. Und er sagt, er hat sich beömmelt vor Lachen, seine Kollegen fanden das nicht so witzig, weil irgendwie auf einmal 100 Server dieses Geräusch gemacht haben. Ich auch denke, an sich ist das doch mal eine hammergeile Idee. Allein schon, wenn dich einer beklaut und du so ein Warngeräusch hast, ist doch immer mega geil. Da habe ich letztens mit Chani drüber geredet, ich muss unbedingt mal wieder ein paar Horrorfilme gucken. Muss langsam mal aufholen. Es gibt so viele schöne Horrorfilme. Commander Rand. Oh, das sieht ja awesome aus. Die unendliche Armee, ja. Solange bis der Schrott ausgeht. Aber da jeder zweite Planet mit Schrott überhäuft ist, allein mit Tatooine kannst du dir nur eine unendliche Armee bauen. Was da an Sand Kilian rumrennt, also rumliegt. Ja. Da ist das Geräusch. Wer hat das jetzt angemacht? Ich hab das jetzt angemacht. Ja, genau. Du. Ah. Alter, was liegt denn hier alles an Schrott? Schrotteimer! Wir machen jetzt Schrott raus. Fallen Sie einfach um, sag.
Junge, okay, ich hab abgeschlossen, nix. Hier wird gleich wieder meine Zügerüttel fangen. Rüttel, rüttel. Nein! Nein! Bist du zu einem Hund? Nein! Ja, aber das mache ich immer nur, wenn die Tür offen ist. Mittlerweile habe ich mir angewöhnt, immer abzuschließen. Dann denken alle, du bist am Wichsen. So, das ist doch. Das ist natürlich. Ey, der genau diese Passage hier sieht aus wie das letzte Stück im in Arcadia. Nee, nicht Arcadia, wie hieß denn das? Bioshock 1 hast du nie gespielt, ne? Nope. Wie denn, wenn ich's nicht habe? Ja, kann ja sein. Hast du es mal geguckt? Ja, bis zu dem komischen Doktor da. Ja, und im zweiten. Zahnarzt, glaub ich, ist. Dieses Horror-Ding oder der Endboss? Geschafft. Wir sind nee, der erste. Okay. Der erste Doktor halt. Ja, aber der Boss. Meinst du den Bosskampf? Das ist kein Zahnarzt, der ist Chirurg, Schönheitschirurg. Dr. Steinman. Ja, nicht, entweder dann, nee, davor das Kapitel, da ist man ja in der Fabrik da, wenn du dich erinnerst. Und am Ende von der Fabrik geht man in so einen Kühlraum. Und das sah genauso aus wie da, wo wir gerade waren. Weil für Jakaro Systemwartung ein Fremdwort ist, wahrscheinlich ein defektes Relais. Ich sehe mir das an. Ein defekter Relais. Nun, da er weg ist, darf ich vorschlagen, nicht auf Terons Vorschläge einzugehen? Gute Idee. Eine Überladung würde auch die Daten zerstören. Das Imperium möchte vielleicht... Ich muss sagen, so im Blau sieht die ganz gut aus. Armee haben. Allerdings müsstet ihr in diesem Fall gegen die Cyborgs kämpfen. Die ist so ein, Holo. Eine Holo-Schönheit. Sie sind unnatürliche Anomalien. Ich stelle die Konsole auf Überladung ein. Grill die Schweine. Die Konsole sieht sogar aus wie die Waffen-Upgrade-Maschine von Dickens. Ihr mögt meine Entscheidung nicht. Pech. Das sieht halt wirklich aus wie ein Bioshock. Ist er denn? Bitteschön, gut gemacht. Also, für einen Imperialen jedenfalls. Das sind so halb Mensch, halb Roboter Hybriden. Ist ja wie bei Wolfenstein. Wenn ihr meint, diese Sensoren waren übrigens in Ordnung. Hat er jetzt den Platz gezockt? Oder haben die zwei Stühle nebeneinander? Was ist mit ihrer Rüstung passiert? Die ist so abgeblättert, die Farbe. Zieh die mal aus, ich muss das mal untersuchen. Ey, es sieht wirklich aus wie in... Was ist denn das? Wir schießen sie ab, wenn es nicht anders geht. Irgendwas mit F. Aber wir sollten uns die Chance nicht entgehen lassen, sie zu verhören. Zum Dach, schnell! Was mit Frolic? Boah, hast du die aktuelle Trash Night schon geguckt? Luca, super sexy. Alle die Sounds hier, 18 plus, wird erstmal nur alle genagelt als Emote. Ja, genau. Vor allem Chris hat sich ja die ganze Zeit verdrückt. Er hätte ja mal Humor gemacht. No! 18 plus? Ey, das ist Humor und wundert sich gar nicht, weil da war ja nichts 18 plus dran. Der nur geschrieben. Ja. Ich hatte erst gedacht, das ist ein Horrorfilm oder ja, so. Genau, ich hatte auch erst gedacht, das ist eine Horrorfilmsache, aber da habe ich auch gesehen, hey, der hat ja gar nicht darauf gedrückt. Dachzuge. Mein Magenknot. Freut sich schon aufs Mittag. Von vorhin auch. Den Rest. Geil. Es hätten nur noch 8 weitere 10 Knoblauch drin sein können. So, Boden mit Knoblauch und Chili sind eine göttliche Kombination. Warten Sie! Jakaro will immer noch die Männer stellen, die ihn verraten und uns dem Tod überlassen haben. Genau. Ja, was willst du denn machen? Der läuft immer so wie der Boss hinter uns her, so richtig chillo. Mhm. Da ist Revan. Hi. Ey, na? Das ist nicht Revan. Hi. Kapitän-Schmuck, willst du sehen? Das ist der einzige Sith ohne Piercings. Der hat die wahrscheinlich auch am Sack. Oh! Ohne das Problem, Arkes. Ich bin Darkwing Duck. Ich hab so den Mantel. Oder Dracula. Euer Versuch, uns hat den Mantel so vorm Mund.
und verzeiht. Bis Dracula HD. Genau. Ey, ich habe jetzt erst gecheckt, dass Dalukat rückwärts Dracula HD heißt. Wichtige Spielfiguren. Denn dadurch ist mir auch erst aufgefallen, dass Alucard aus Haze rückwärts Dracula ist. Das kam echt spät. Das kam wirklich spät. Die Erkenntnis. Ihr hättet nicht als Geheimdienst. Bei Alucard klingt doch wie ein ganz normaler Name, jetzt mal ehrlich. Könnte auch eine Bankkarte sein. Hab ich schon vor 10 Jahren gelesen. Alucard rückwärts heißt Dracula. Wird das im Anime oder Manga so gesagt? Nee, das okay. Ich habe in einem Magazin ja gelesen, dass der wieder gut ist. Ja, siehst du wirst darauf hingewiesen. Aber ich fliehe nicht. Wir werden die Schellen halten. So hart ist das Rätsel auch nicht. Versuchen ein Ende doch, für mich war das sehr hart. Hey, na, Süßer? Ist der jetzt auch so ein Zombie? Nee. Hey, na. Das kommt total dramatisch an. Digga, dein Make-up ist ein bisschen verschmiert. Das muss so. Wenn ihr nur sehen könntet, was wir vorhaben. Was wir für die Galaxis erreichen wollen. Aber... Ich glaube, das ist eine Stimme aus Fallout. Deshalb müsst ihr sterben. Er hat sich gerade zurückteleportiert bei mir. Oh. Das sieht so geil aus mit dem Mantel.